Perfekt. Nochmal herzlich willkommen zum FTMO Copy and Paste, How I Did It Call. Ich erkläre einfach alles, sag ich mal, wie ich es mache, wie ich es gemacht habe, sag ich mal, um FTMO-Trader zu werden. Ziemlich simpel. Und ihr könnt auch die ganze Zeit Fragen in den Chat reinballern. Ja? Ballert gerne die ganze Zeit Fragen rein. Ihr werdet sehen, es gibt gewisse Punkte, ja, wo es selber ein bisschen variabel ist. Werde ich aber auch gleich nochmal erklären, warum, weshalb. Okay? Erstmal aber, seid ihr denn alle wach, Leute? Droppt mal alle bitte was in den Chat rein, um erstmal zu zeigen, wer alles da ist. Gib mal ein bisschen Gas hier, Leute. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Erstmal ein bisschen hier heiß machen. Let's get it. Ein bisschen Energy, 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 Energy. Sehr geil. Alright, ich fange direkt an mit einer Bildschirmübertragung. Ich fliege ganz, ganz kurz nochmal drüber über das Thema FTMO. Ansonsten für die, die da noch Fragen zu haben, guckt gerne das FTMO-Recording an. Wir hatten schon damals einen Call gemacht über das ganze Thema FTMO. Im Trading Bootcamp ist mittlerweile hochgeladen auf dem BYOB YouTube-Channel. Checkt den generell jetzt aktuell gerne nochmal aus, weil es sind einige Calls da jetzt hochgeladen worden nochmal. Ja, deswegen guckt nochmal, okay, welche Calls habt ihr verpasst und sonst was. Macht auch gerne die Glocke an, damit ihr es immer mitbekommt, wenn was Neues hochgeladen wird. Ja, weil wie gesagt, das sind jetzt richtig, richtig geile Calls hochgeladen. Wie von Nick Engels, das wurde jetzt nochmal hochgeladen. Dann der Network Call Nummer 1 und 4 wurden hochgeladen. 2 und 3 werden jetzt auch in nächster Zeit noch hochgeladen. Vom Trading Bootcamp wurden noch ein paar Sachen hochgeladen. Dementsprechend auf jeden Fall da nochmal schauen, was ist noch interessant, was würde ich mir gerne nochmal anschauen, weil Wiederholung schafft Programm. Okay, so, also für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was FTMO ist. FTMO ist im Endeffekt eine, ich sag mal, eine Art Fremdkapitalgesellschaft, die ein bisschen die Grauzone umgeht. Ja? Weil im Endeffekt darfst du direktes Fremdkapital-Trading in Deutschland so nicht machen. Deswegen FTMO ist im Endeffekt eine Firma, die ist im Park ansässig und die macht das ganz cool. Weil selbst wenn du das Fremdkapital hinterbekommst, ich erkläre gleich auch, wie man das bekommt, kurz und knapp, aber selbst wenn du das hast, dann hast du nicht wirklich das Fremdkapital, sondern du hast immer noch einen Demo-Account, mit dem du handelst und die kopieren einfach deine Trades von deinem Demo-Account auf deren Konten und am Ende des Monats kannst du denen eine Rechnung schreiben, zack, die und die Prozent habe ich gemacht und mittlerweile nicht mehr 70, sondern 80%, oh, was steht hier, receive up to 90% of profits, machen die noch irgendwas? Okay, ich habe jetzt erst 80% gehört, jetzt steht hier auf der Internetseite gerade 90%, ich bin gespannt, was da noch kommt, crazy, aber soweit ich weiß, erstmal 80% von den Gewinnen, die du erwirtschaftest mit diesem sozusagen Fremdkapital, mit diesem Demo-Account eigentlich im Endeffekt, die kriegst du ausgezahlt, also die kannst du dir auszahlen lassen. Ja? Ist im Endeffekt auch noch deine Wahl, ob du die komplett auszahlen lässt oder ob du zum Beispiel was drauf lässt auf dem Konto und das compoundest. Ja? Umso größer das Konto, umso größer natürlich hinterher der Zinseszinseffekt. Dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, nicht immer direkt alles auszuzahlen, sondern auch mal was draufzulassen. Und vor allem, damit ihr das Konto auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, sicherer habt. Denn jetzt komme ich ganz kurz und knapp dazu, was musst du machen, um FTMO-Trader zu werden? Erstmal, sag, wir gehen hier auf Euro. Du hast hier die Möglichkeit, zwischen 10.000 bis 160.000 Euro Konten zu bekommen und hast im Endeffekt eine Challenge, die du machen musst. Okay? Die Challenges kosten Geld. 10.000 Euro sind wir bei 155 und es geht bis 160.000 hoch, dass die Challenge 1.080 Euro kostet. Ja? Je nachdem, was ihr machen wollt und je nachdem, wie viel Kapital ihr habt, könnt ihr dann diese Challenges machen. Für die Leute, die jetzt vielleicht gerade noch Schüler, Student oder sonst was nicht so viel Geld haben, auch die 10.000 Euro Challenge lohnt sich. Deswegen auch gerne hier die machen. 155 Euro kriegt, glaube ich, jeder irgendwie mal an die Seite geschafft. So. Und zwar hat man hier 30 Tage Zeit. Man muss mindestens 10 Tage davon traden und muss im Endeffekt 10% Kontowachstum haben. Ja, in dem Fall wäre es hier Profit Target 1.000 Euro. Ja, das heißt, innerhalb von 30 Tagen und 10 mindestens an Handelstagen, die du tradest, aktiv, ja, musst du 10% Profit machen. Darfst aber dabei nicht 10% Minus vorher machen oder auch nicht am Tag 5% Minus. Ja, wichtig ist auch, der Drawdown wird auch mitgerechnet. Auch Positionen, die noch nicht geschlossen sind, sondern noch offen sind. Wenn ihr im Drawdown von 5% seid mit euren offenen Positionen, ist die Challenge auch nicht geschafft. Habt ihr das aber dann noch geschafft, kommt ihr in die zweite Runde, habt 60 Tage Zeit und müsst im Endeffekt nur noch 5% machen. Ja, ihr kriegt dann beispielsweise, ihr habt ein 10.000 Euro Konto, ihr habt eure 10% gemacht, dann ist das, wird es hinterher gecheckt, dann sagen die, okay, alles super, dann ist es weg, das Konto, ihr kriegt ein neues Konto mit 10.000 nochmal drauf und müsst dann halt nur 500 Euro Gewinn drauf machen. Okay, da gleiches Thema mit dem Loss, also wenn du 10% Minus vorher machst, bist du raus oder wenn du 5% Drawdown am Tag hast, bist du auch raus. So, genau, dann wenn du im Endeffekt weiterkommst, in die nächste Runde, / das Konto bekommst, dann hast du im Endeffekt immer noch das Regelwerk, dass du keine 10% Minus machen darfst von dem Startkapital und
täglich, egal wie groß dein Konto in Zukunft sein wird, niemals täglich mehr als 5% Minus machen. Okay? So, dann kriegst du aber auch hier Einsatz, ja, die Challenge-Gebühr bekommst du zurückerstattet, sobald du die erste Rechnung schreibst. Das heißt, du musst noch einen weiteren Monat profitabel sein. Wenn du das Konto hast, musst du einen Monat profitabel sein, musst dir dann eine Rechnung schreiben und dann kriegst du erst die Challenge-Gebühr zurück. Wenn du im ersten Monat verkackst, dann ist die Challenge-Gebühr trotzdem weg. Okay? Ja, das heißt, du musst noch einen weiteren Monat profitabel sein und dann kriegst du die Challenge-Gebühr zurück. Und das ging auch ruckzuck. Ich habe, glaube ich, abends irgendwann habe ich die Rechnung geschrieben und habe am nächsten Tag direkt hier den Refund bekommen. Auf die Auszahlung warte ich noch. Die wird am Montag, denke ich mal, wahrscheinlich sein. Da steht dann irgendwas zwischen 2 bis 7 Werktagen, sorry, ich bin immer im Handeln. 2 bis 7 Werktagen wird es überwiesen. Aber ich habe überall gesehen, sage ich mal, die meisten haben gesagt, es hat bei mir so zwischen 1 bis 2 Werktage meist gedauert, da das ganze Donnerstagabends von mir abgewickelt wurde, schätze ich, dass ich Montag direkt das Geld dann auf dem Konto haben werde. Das Geld könnt ihr auszahlen auf euer Bankkonto oder auf Skrill. Ja, das auf jeden Fall schon mal dazu. Genau, so laufen die FTMO Challenges ab. Ihr könnt beispielsweise auch die Accounts stacken, würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt mal nennen. Das heißt, ihr könnt mehrere Accounts kombinieren. Okay, ihr könnt sagen, okay, ich mache eine 10.000-Euro-Challenge, danach mache ich eine 20.000-Euro-Challenge, dann könnt ihr die Konten kombinieren, weil das ist echt nervig, wenn ihr zwei Konten traden müsst. Ja, und ihr habt die Möglichkeit, bei FTMO das zu kombinieren, bis zu 400.000 Euro. Ja, bis zu 400.000 Euro könnt ihr es kombinieren und könnt so ein Kapital im Endeffekt traden. Wie gesagt, 80% oder vielleicht sogar, wie wir gerade auf der Website gesehen haben, vielleicht sogar 90% der Gewinne gehören euch. Aber das mit den 90% war auf jeden Fall nochmal eine neue Regelung, müsste ich mich auch nochmal einlesen. Das aber erstmal kurz und knapp zu FTMO. Ja. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Genau, es gibt auch eine Kapitalerhöhung. Wenn du dich an die Regeln hältst, bekommst du 90 und plus 25. Also die Kapitalerhöhung ist im Endeffekt so, du musst über einen Zeitraum von 4 Monaten profitabel sein. Und, boah, wie war das nochmal genau? Und 2 Monate davon müssen profitabel abgeschlossen sein. Also du kannst 2 Monate im Endeffekt auch nicht profitabel abschließen, wäre nicht schlimm. Musst, ich meine, ein Kontowachstum auch von 10% oder so haben und dann kriegst du nochmal eine Kapitalerhöhung von 25% obendrauf. Genau. So sieht es aus. Und du musst in dem Monat, wo du diese Kapitalerhöhung machst, das muss ein profitabler Monat sein. Das ist auch noch wichtig. So, wann sollte mein FTMO anfangen? Komme ich sofort zu. So, genau, nach 4 Monaten bekommst du 90. Ja, easy. Ach, nach 4 Monaten bekommst du 90% Auszahlung. Ach, crazy. Okay, gut. Danke, David, und danke, Nico. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Nach 4 Monaten 90% Auszahlung. Wild. Ich freue mich schon drauf. So, auf jeden Fall. Das erstmal kurz und knapp zu FTMO. Dann, wie habe ich im Endeffekt die Challenge gemacht? Ich habe ganz simpel, ich habe schon damals von Chris Valates den Tipp bekommen. Der meinte ja schon vor 1,5 Jahren, dass er irgendwie 10.000 oder schrägstrich Finn den Tipp bekommen, um ehrlich zu sein. Und er hat gesagt, er macht knapp 10.000 Euro im Monat. Und er war P2000. Und ich dachte mir so, hä, wie geht das? Ja, und Finn meinte, er hätte gesagt, er macht das über Anastasia. Okay? Er macht das über Anastasia und Anastasias Trades einfach nur kopiert und eingefügt und macht damit so viel Geld. Und ich dachte mir, was? Was? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil ich dachte immer, ich muss alles selber lernen. Ich dachte immer, ich muss alles selber genau können. Ich muss die Strategien komplett selbst beherrschen, um wirklich hier gutes Geld zu verdienen. Aber im Endeffekt, warum nutzen wir nicht die Educator, ja, dass die Analysen machen, wir die Analysen von denen übernehmen, wir deren Trades übernehmen und damit im Endeffekt schon profitabel werden? Ja? Und genau das habe ich dann im Endeffekt auch angefangen umzusetzen, schon vor einem Jahr. Ich persönlich habe aber damals, ich war komplett dumm, Leute, bin ich auch offen ehrlich. Ich habe einfach Indices komplett die Lot Size falsch ausgerechnet. Dementsprechend habe ich die erste Challenge ganz knapp verhauen wegen einem Drawdown, aber sonst die Trades von der waren Bombe. Die waren Bombe. Ja, der ist am Ende, also das war das Ärgerlichste. Ich war im Drawdown von über 5% über Nacht wegen dem Spread auch noch und am nächsten Morgen hat er einen Take-Profit gehittet und ich hätte die Challenge durchgehabt. Ja, und das war das Ärgerlichste. Nur weil ich einen Fehler gemacht habe mit der Lot Size, habe ich dann im Endeffekt verkackt. Ja, und dann beim zweiten Mal, ich bin direkt danach nochmal reingegangen und habe im Endeffekt sehr emotional gegangen und dachte mir, boah, ich war so aufgeregt, weil ich dachte mir, ich war so knapp da dran und bin, habe dann noch mehr overleveraged, Leute, komplett, macht gar keinen Sinn, ja, auch wenn wir den Educators vertrauen, auch wenn die eine krasse Quote haben, never overleverage, ja, never overleverage, das Wichtigste überhaupt. Okay, habe da nämlich dann auch verkackt, habe das Ganze dann damals stehen lassen, HFX für ein Jahr getradet und dann bin ich wieder auf FTMO gekommen und dann dachte ich mir, okay, hey, früher war da auch einer bei Pip Talk, der hatte eigentlich eine ganz krasse Quote, die hatte ich auch ein paar Mal übernommen, die Trades. Und das war damals der liebe Alex Faria. Dazu geht ihr einmal auf Go Live. Ja, der junge Mann ist leider Franzose. Okay, das heißt, ihr müsst auf den French Channel gehen und dann habt ihr den hier. Ja, der war eben auch um 12 Uhr war der noch live.
Und haben wir noch? Okay, wenn ihr jetzt noch raufgeht, habt ihr sogar die Möglichkeit, hier, wenn ihr My Message Only geht, sogar die kompletten Analysen von Ihnen für die kommende Woche noch zu haben. Ja, ich würde da jetzt gleich raufgehen, weil innerhalb von einer halben Stunde, Stunde oder sowas können die weg sein. Aber jetzt habt ihr eine komplette Marktanalyse von allen Märkten von ihm wirklich in TradingView drin. Ich habe ein paar auch jetzt hier mal zum Beispiel geöffnet als Beispiel. Das heißt, so sieht es dann aus. Und für jeden, der ein bisschen Marktverständnis hat, der weiß ganz genau, was man hier tun muss. Okay, das heißt, es ist nicht komplett Copy-Paste, aber es ist schon sehr, sehr nah, sehr, sehr, sehr nah an Copy-Paste dran. Ja, aber jeder weiß hier im Endeffekt, was zu tun ist, dass man hier im Endeffekt dann hinterher eine Limit-Order setzt und der hat eingezeichnet, wo der Markt lang verlaufen soll. Ja, also ich sag mal, viel, viel einfacher geht es nicht. Du hast ein Entry, du hast ein Stop-Loss, du hast ein Take-Profit. Ja, du hast hier, wie gesagt, schon von ihm eingepinselt, wo der Markt lang verlaufen soll. Das heißt, es ist klar, dass du eine Limit-Order hier im Endeffekt brauchst. Nur was jetzt zum Beispiel auch wichtig ist, ich gehe kein Trade vor 1 Uhr morgens ein am Montag. Ja, vor 1 Uhr morgens auf jeden Fall nicht, wegen dem Spread. Ja, weil das Spread viel zu hoch ist und der kann euch mal kurz hier rauskicken. Alex Faria hat auch generell selber ein sehr brutales Chancen-Risiko-Verhältnis, wie ihr es hier seht. Ja, das heißt, einen kleinen Stop-Loss im Gegensatz zum Take-Profit. Ja, der ist halt echt, ich sag mal, meist 1 zu 5 und aufwärts. Dementsprechend echt absolut wild, was man daraus machen kann. Was ich aber dabei auch immer mache, bei ihm vor allem, ist halt viel öfters Partials sichern. Komme ich aber gleich auch nochmal zu. Ich gehe nochmal in mein TradingView gleich nochmal kurz rein. So, ich sehe hier gerade, gibt hier Fragen. Kriegt man nach Ende des Monats das Geld nicht automatisch ausgezahlt oder meinst du mit Rechnung schreiben? Bei FTMO musst du immer eine Rechnung schreiben. Du musst eine Rechnung schreiben. Wenn du keine Rechnung schreibst, kriegst du kein Geld. Du musst halt ein kleines Gewerbe im Endeffekt dafür nochmal anmelden. Du musst eine Rechnung schreiben, du musst auch ein Gewerbe anmelden. Genau. Ja. Danke, Leon. Danke, Leon. Wie heißt er nochmal? Alex Faria. Jakob Utsch hat es nochmal reingeschrieben. Alex Faria. Ist ein Franzose, was es ein bisschen schwieriger macht, weil ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, zu 100% nehme ich seine Trades noch nicht richtig mit. Safe nicht. Safe nicht. Da kann man noch viel mehr rauskitzeln, aber selbst so ist bin ich schon ziemlich schnell profitabel geworden mit ihm. Er hat aber nochmal eine ganz andere Quote. Er ist nochmal viel krasser als das, wie ich das mache. Weil ich verstehe ihn leider nicht. Ja, wenn einer von euch Französisch spricht, ich habe auf jeden Fall im Team haben wir auch noch ein, zwei Leute, die sich das gerade auch angucken und Französisch können. Und sich da ein bisschen reinfuchsen. Aber ansonsten, falls ihr wen kennt, packt den da drauf, gibt mir gerne Bescheid. Ja, dann lasst uns die Strategie mal auf jeden Fall ins Deutsche übersetzen und genau gucken, wie man das im Endeffekt auch richtig handelt hier. Ja, so, das heißt, das ist zum Beispiel eine Analyse. Hier ist eine Analyse, ihr habt das auch eingezeichnet. Er möchte erst, dass er nochmal runterkommt aufs Dreieck, wieder hochkommt und dann durchbricht. Ja, dementsprechend wäre es dann eine Stop-Order. Dürfte auch wieder jedem bewusst sein, wenn der Markt von oben einfach runterkommt, wäre es eine Stop-Order in dem Fall. Dann nächster. Hier hat er zum Beispiel nichts eingezeichnet, aber hier ist im Endeffekt auch eine Dreiecksformation, sag ich mal, mit, die angibt, den ersten Trend nach oben, Trend nach unten. Und das heißt, hier würde ich auf einen Breakout-Retest tatsächlich warten wollen. Ich persönlich. Ja, das ist meine persönliche Interpretation. So trade ich ihn. Ja, ob es jetzt hundertprozentig richtig ist, kann ich euch nicht sagen. Der Typ spricht Französisch. Okay. Ja, aber ich warte dann wirklich auf einen Candle-Close im 4-Stunden-Chart außerhalb von dieser unteren Trendlinie und dann möchte ich, dass er nochmal rankommt, dass er nochmal hochkommt und dass er wirklich wie beim Einstieg nah hier am Stop-Loss irgendwo dran ist, ganz oben und dann setze ich eine Stop-Order. Dann setze ich eine Stop-Order, dass wenn er wieder runterkommt, ich ihn dann mitnehmen kann. Okay? So ist zum Beispiel die Art und Weise, wie ich sowas hier jetzt gerade traden würde. Okay? Das ist im Endeffekt aber meiner Meinung nach halt ziemlich das Basic-Wissen, einfach Basis-Fundament-Wissen. Wenn ein Dreieck ist, gibt es einen Breakout-Retest. Ja, und dementsprechend warte ich auch wirklich darauf, dass der ausbricht, wieder rankommt und ich dann halt die Stop-Order setzen kann. So, was haben wir hier? Hier ist auch wieder ziemlich simpel. Limit-Order, ganz einfach, ja, auch wieder eingezeichnet, wie ich das haben möchte. Aber da, wie gesagt, auch immer aufpassen. Es kann auch sein, vor allem, wenn ihr sonntags die Trade-Analysen raushaut, dass ihr um 1 Uhr reingehen wollt und die Trades schon weg sind. Ärgert euch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber es gibt genug Trades für alle. Ja, es gibt genug Trades für alle. Der ballert mal eben pro Session teilweise zwischen 10, 15, 20 Analysen raus. Ja, und macht sogar tatsächlich gerade auch in seinen Live-Sessions ein FTMO-Konto. Also macht gerade die FTMO-Challenge selber. Ja, und viele aus seinem Team machen gerade die FTMO-Challenge, die jetzt durch die erste Woche bei ihm auch schon, er meinte, 4 oder 5 Leute haben die erste Challenge schon bei der ersten Woche jetzt bestanden. Ja, bei der letzten Trading-Woche von ihm. Okay, das heißt, er nutzt es jetzt gerade auch sehr krass und fängt gerade auch damit an, in seinem Team FTMO zu duplizieren. Das heißt, ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt mit rein. So, genau. Hier bei so einer Analyse würde ich im Endeffekt auch einfach nur warten, bis das Dreieck nochmal weiter gefüllt wird. Das heißt, runterkommt, nochmal hochkommt und dann vielleicht rausbricht. Wenn ich mir aber nicht hundertprozentig sicher bin, ja, kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, wie ihr agieren sollt,
dann agiert einfach nicht. Dann nimmt den Trade nicht mit. Okay, dann nehmt den einfach nicht mit und beobachtet ihn einfach, dass ihr für euch das lernen könnt und für euch einfach seht, okay, wie kann ich in Zukunft damit handeln? Okay, ich nehme diese Analysen und zeichne die bei mir bei TradingView ein und schaue dann selber, wie die Märkte sich weiter bewegen, damit ich daraus auch lerne. Ich bin auch bei den Live-Sessions, ich nehme nur, nicht einfach nur seine ganzen Analysen und kopiere die mir und füge die dann und probiere die einfach, die einzugeben und fertig. Nein, ich gucke mir die Session an, obwohl ich theoretisch kein Wort verstehe, versuche ich es zu interpretieren, versuche ich ihn zu verstehen, versuche ich das nachzuvollziehen, was er möchte. Und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, um ein gewisses Verständnis dafür auch zu bekommen, auch wie gesagt, wenn man wortwörtlich nichts versteht, aber ihr seht, wie er die Linie zieht, man sieht im Endeffekt die Gedankengänge und so weiter, die er hat. Deswegen ist es wichtig, seid nicht nur einfach drauf, um die zu kopieren, seid nicht so faul. Wenn ihr das nämlich richtig machen könnt, dann werdet ihr viel, viel, viel Geld verdienen. Deswegen nehmt euch wirklich die Zeit, es kostet auch viel Zeit, das Ganze, die 10, 20 Analysen bei euch mit TradingView reinzupacken, ja, kostet viel Zeit, das Ganze zu beobachten und so weiter, ja, es kostet viel Zeit, aber Leute, die Zeit, die ihr dadurch langfristig gewinnt, wenn ihr im Endeffekt dadurch einfach ein FTMO-Trader seid, wenn ihr dadurch euch ein gutes Konto, einen guten Puffer aufbaut für euer Leben, ja, es gibt euch viel, viel, viel mehr Zeit langfristig zu 100%. Okay, das hier einfach mal, sage ich mal, zu so ein paar Analysen von ihm. Hier zum Beispiel der GBP-US-Dollar, ist auch ganz witzig, es war eine Analyse, die er gemacht hat, die hat er letzte Woche Sonntag rausgehauen. Und die ist erst Freitag richtig losgegangen. Ja, die ist erst Freitag richtig losgegangen. Das heißt auch, deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr es einzeichnet, dass ihr euch das markiert. Ja, ich habe jetzt Pro, kann ich an sich nur empfehlen. Aber wer jetzt noch relativ am Anfang ist, braucht jetzt nicht unbedingt Pro. Aber ich habe es dann, markiere mir das dann teilweise in verschiedenen Farben, dass ich weiß, da habe ich was eingezeichnet. Der ist zum Beispiel aktiv beispielsweise. Da bin ich persönlich schon reingegangen. Und was auch immer, dass ich die verschiedenen Farben für mich habe, um das zu markieren. Aber ihr könnt euch das natürlich auch aufschreiben. Ja, also das ist jetzt ein bisschen für Faule mit den Farben, finde ich. Ihr kannst einfach ein Blatt Papier nehmen, kannst aufschreiben, was für dich interessant ist und wie auch immer. Ja, brauchst jetzt nicht direkt einen Pro-Account kaufen. Aber genau, er hat zum Beispiel auch hier eingezeichnet, der Markt war hier und er sollte hier runterkommen, hoch und raus. Hat er nicht genauso gemacht. Der macht nicht immer ganz genau das, was er zeichnet, sonst wäre er, das wäre der Gott, glaube ich, ja, wenn er das ganz genau machen würde. Und hier ist er halt einfach hier oben ran, hat aber trotzdem noch die Trendlinie respektiert. Wieder hier unten ran, ja, auch wieder respektiert. Da, dann ist er hier kurz raus und hat dann den Retest gegeben, wo man den dann hätte mitnehmen können. Ja, das heißt im Endeffekt Dreieck, wir warten auf den Breakout, wir warten auf den Retest und wollen ihn dann mitnehmen. Okay, 76 Pips hier gerade im Profit, das heißt beispielsweise jetzt 1% riskiert, dann wärst du jetzt hier schon 2,5% im Profit. So, und das seid ihr mit dem Trade. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Wie gesagt, ich zeichne mir die immer alle ein. Kann es euch auch nur genauso empfehlen und guckt, dass ihr ein grobes Marktverständnis mit reinbringt. Sorry, hier wird gerade gesaugt draußen. Ich hoffe, man versteht mich noch gut. Guckt, dass ihr ein gutes Marktverständnis einfach, also was ist gutes Marktverständnis? Ihr müsst einfach nur wissen, Breakout, Retest, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ihr kennen müsst. Das heißt, Breakout, 4 Stunden Candle Close außerhalb der Trendlinie, deutlich außerhalb, dass ihr es auch wirklich erkennt, ja, dass es ein Breakout ist. Wenn euch das nicht sicher genug ist, dann geht nicht rein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht nicht rein. Verpasst lieber einen Trade. Scheiß auf FOMO, scheiß auf Fear of Missing Out, ja, sondern wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt den Trade einfach nicht mit, sondern beobachtet ihn einfach. Wie gesagt, das sind genug Trades. Allein ein Trade von Alex Farrer die Woche, ihr könnt schon dankbar sein, wenn ihr den gut mitnehmt, okay? Ja, ein Trade kann euch mal eben 5-6% oder so bescheren und dann reicht die Woche, okay? Dementsprechend wirklich nur, wo ihr euch wirklich sicherer seid. Dann, wie ich das persönlich mache, auch meine persönliche Interpretation, wie ich das mache, guckt auch gerne, wie ihr das sonst macht, aber ich habe eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, dass wenn der Trade im Profit ist, circa so groß wie der Stop-Loss ist, dann ziehe ich Break-Even. So mache ich das persönlich. Ich habe jetzt letztens gesehen bei ein paar Trades, wo er das auch mal angegeben hat, Alex Faria, dass er das nicht ganz so macht. Ja, aber ein genaues Regelwerk habe ich noch nicht raushören können. Ja, deswegen bleibe ich aktuell noch bei meinem Regelwerk, bevor ich das ein bisschen was anderes weiß. Das heißt, wenn er jetzt ein 1:1-Verhältnis hat, dann ziehe ich meinen Stop-Loss über mein Entry ganz knapp, dass ich 1-2 Pips im Profit bin und halt, wie gesagt, plus minus null schrägstrich mit minimalem Profit dann rausgehen kann. Okay, dann zwischendurch, was ich halt auch immer mache, ist, ich gucke, wegen Partials ziehen, gucke ich immer nach der Marktstruktur. Das heißt, wir sehen, hier waren die letzten Lows. Hier, teilweise auch, selbst hier vielleicht, hätte man sogar auch schon machen können. Hier, hier. Das heißt, das sind die Punkte, wo ich zum Beispiel Partials rausnehme. Das sind die Punkte, wo ich mir schon mal Teilprofite sichere. Ja, oft auch, wenn ich 1:1 bin und ich merke, der Markt bewegt sich vielleicht nicht so gut, weil bei Alex Farrer müsst ihr euch vorstellen, meist läuft der Markt entweder gefühlt wirklich boom, so richtig straight runter, oder der Markt läuft irgendwie so ein bisschen wobbly, sage ich jetzt mal.
Und wenn er so wobbly läuft, neues Wort hier für euch auf jeden Fall, wenn er so wobbly läuft, dann nehme ich schon teilweise vorher hier Teilprofite raus, ziehe den schon dann Break-Even. Und auch wenn ich dann ausgestoppt werde oder so und der läuft dann weiter, ist mir im Endeffekt, mir persönlich dann egal. Wie gesagt, ich probiere einfach für mich das, die sicherste Art und Weise zu haben. Ich bin euch komplett ehrlich und transparent. Wie am Anfang gesagt, es ist noch ein bisschen variabel, weil ich die Strategie noch nicht zu 100% verstanden habe. Aber die Quote von Alex Farian, deswegen. Unbedingt, unbedingt. Wir brauchen hier mehr Leute, die Französisch können. Die Quote von Alex Faria ist geisteskrank. Ich kann es euch einfach nochmal zeigen, was er hier jetzt nochmal reingehauen hat. Wenn man es richtig mit ihm mitgenommen hat, ich habe es leider letzte Woche auch nicht komplett richtig mit ihm mitgenommen. Ja, ich war letzte Woche ungefähr auf plus minus null, bin ich euch komplett ehrlich. So, aber wir gehen einmal hier rein. Pip Talk, Alex Faria. Und hier hat er mal so eine Bilanz, würde ich jetzt mal schätzen, heißt das Trade der FTMOs. Ja, und hier sieht ihr mal, was die Trades so bei ihm gemacht haben. Okay, das ist wild. Das ist wild. Also, wie gesagt, durch die Trades so hättet ihr die 10% machen können und hättet im Endeffekt den ersten Part schon bestehen können. Ja, deswegen, die Ergebnisse sprechen für sich. Perfektionieren müssen wir leider noch ein bisschen die Strategie, wie es genau läuft. Wie gesagt, die Art und Weise, wie ich das mache, ist einfach größtenteils bei diesem Break-and-Retest. Candle Close außerhalb, klarer Strukturbruch, muss dann wieder ankommen und dann kann man im Endeffekt reingehen. Ja, und ansonsten, viel mehr gibt es da, glaube ich, so auch nicht zu erklären. Ja, viel mehr gibt es da nur nicht zu erklären. Wenn ihr nicht sicher seid, geht nicht rein. Ja, manchmal kommt es auch vor, dass der Markt auf einmal von hier aus runterschießt. Dann hat man den halt verpasst, dann ist es auch nicht schlimm. Okay, ja, solange man da nicht 100% weiß, was der genau sagt, ruhig. Wir haben genug Trades, wir haben genug Möglichkeiten, auch so schon mit ihm profitabel zu sein. Deswegen da einfach ganz ruhig. Alex Farias ist echt eine wilde, wilde Maschine. So, habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Ich gucke mal eben in den Chat rein. So, kann die Trades vielleicht jemand in die Gruppe dann schicken? BYB, habe gerade meinen Laptop nicht. Guckt, also ich werde niemals die Links in die Gruppe schicken, in die BYB-Gruppe. Auch würde ich keinen anderen im Team oder sowas empfehlen, die einfach in die Gruppe reinzuschicken, sondern jeder sollte die Disziplin irgendwie mitbringen, da selbstständig drauf zu sein. Jeder sollte für sich irgendwie organisieren, dass er selbstständig drauf kommt. Wie gesagt, hier ist es auch wichtig, dass ihr auf den Sessions drauf seid und diese Sessions auch anschaut und das Ganze versucht für euch zu verinnerlichen und lernen. Ich kriege es immer wieder mit, dass dann Leute kommen und sagen, ja, wie soll ich die machen, wie soll ich das machen, wie soll ich jenes machen? Ich mir so, wenn du auf der Session gewesen wärst, hättest du gesehen, er hat zwischendurch mal eine Linie angezeichnet, wie er es haben wollte, auch wenn er die hinter wieder rausgelöscht habe, wärst du auf der Session gewesen, hättest du es gesehen. Ja, und deswegen seid auf den Sessions, nirgendwo werde ich die Trades reinschicken. So. Montag, genau, wann ist immer live? Montag, 18 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, 12 Uhr. Genau. Richtig, richtig, richtig. Ich gehe mit 0,5% rein. Genau. Ich gehe pro Trade immer nur mit 0,5% vom Risiko rein, eben weil es auch so viele Trades sind. Müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass ihr halt nicht den Drawdown erreicht. Falls ihr irgendwas falsch macht und ihr habt auf einmal, es sind ja teilweise 20 Analysen, ihr habt 20 Trades und habt da irgendwie zu früh rein oder sonst was, habe ich schon bei einigen erlebt, die einfach gedacht haben, okay, montags oder ja, montags, Schrägstrich Sonntagabends, ich hau jetzt einfach alle Trades rein und gebe die jetzt einfach alle ein und auf einmal waren alle in Stop-Loss wegen dem Spread oder weil die halt eigentlich noch nicht valide waren. Und auf einmal, boom, krass Minus gemacht. Ja, deswegen da sowieso immer aufpassen, achtet immer auf euren Drawdown. Übers Wochenende schließe ich die Trades und über Nacht mache ich es auch immer so, ich ziehe nochmal ein paar T-Shirts vorher, ziehe Break-Even. Wenn der irgendwo gerade am Entry, am Rumlungern ist, sage ich mal, dann nehme ich den komplett raus. So. Go-Live-Channel, sehr gut. Wann bekommt man seinen Shoutout von FTMO? Sein Shoutout von FTMO, also von FTMO, ich weiß nicht, was du genau meinst, mit dem Shoutout von FTMO. Wenn du meinst, ein Zertifikat von FTMO, kriegst du wohl einmal ein Zertifikat nach Bestehen der ersten Challenge und danach noch irgendwas. Ich habe persönlich, bei mir ist irgendwie bei den Mails kein Zertifikat angekommen, bei Niklas Geisreiter auch nicht. Wir haben beide darüber gerätselt, wo die Leute die Zertifikate haben. Die haben alle gesagt, die haben die per Mail bekommen. Keine Ahnung, bei mir ist nicht angekommen, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir machen ja auch noch teaminterne FTMO-Shoutouts. Und sonst gibt es ja hinterher auch das erste Withdraw-Shoutout, was einige jetzt bei mir auch in der Story gesehen haben. So, Nico fühlt sich angesprochen, sehr gut. So, das meine ich. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen eurerseits? Gibt es sonst noch irgendwas, was unklar ist? Das ist zum Beispiel, was Alex Faria angeht, alles, was ich mache. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ja, wir sind ja alle hier im Team David, ja, im Team Chairman 10, jetzt bald, jetzt sehr, sehr, sehr nah. Und
da haben wir einen geilen Cash-Channel. Ja, wir haben einen geilen Cash-Channel, wo Nico Niederberger, der brutal tradet, ja, brutal analysiert, auch seine Analysen mit uns teilt. Ja, wir haben Niklas Geisreit, der teilweise da mit uns seine Ideen teilt. Wir haben einen Finn, der teilweise von Nick Engels, ein Educator, wovon ich auch ein paar Trades mitgenommen habe. Also der letzte Trade für meine FTMO-Challenge war von Nick Engels, der mir den letzten Prozent rausgeholt hat, damit ich die FTMO-Challenge bestehe, war von Nick Engels. Dementsprechend, den kann ich sowieso auch empfehlen und Finn hat auch, und viele aus dem Team hier im BYB haben echt sehr gute Erfahrungen mit Nick Engels gemacht. Weil Nick Engels tradet ECC 11, nur dass sie halt nicht einen 200 Pips Stop-Loss hat oder überhaupt keinen Stop-Loss, sondern einen 10 Pips Stop-Loss. Ja? Oder manchmal 12, 13, 14, 15, aber einen Mini-Stop-Loss im Endeffekt. Wo finde ich ihn jetzt? Einen relativ kleinen Stop-Loss hat. Ja? Nick Engels ist auf jeden Fall auch mega wild. Er ist englischer Educator. Und er hat jetzt auch letztens ein Bootcamp gemacht. Ja, wenn ihr euch das reinzieht, dann habt ihr auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles Fundament von ihm. Und für seine Strategie braucht ihr im Endeffekt auch nur TradingView. Er tradet komplett ohne ein Tool und ihr habt da die Möglichkeit, die Strategie auch ganz gut zu lernen. Ja, Nick Engels ist aber eine absolute, absolute Maschine, wirklich. Deswegen auch eine Empfehlung, damit kann man safe auch die FTMO-Channel schaffen. Ich habe seine Trades teilweise mitgenommen, ich habe den Cash-Channel mitgenommen und ich habe Alex Faria mitgenommen. Ja, und ich weiß auch genau, dass es mit Anastasia genauso funktioniert. Ja, das ist auch Anastasia. Finn hat die letztens auch ein bisschen getradet, hat ein bisschen mitgeguckt. Und wenn ihr die auch richtig mitnehmt, die hat eine brutale Trefferquote und die hat auch ein brutales Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja, deswegen Anastasia kann man auf jeden Fall sich auch geben. Da aufpassen mit den Indizes, nicht den Fehler machen wie ich und die Indizes falsch ausrechnen. Ansonsten, wir haben noch 10 Minuten, easy. Ansonsten kann ich euch auch empfehlen, den Hartz Schauers raus zu Marcel Meister. Weil Marcel Meister hat einen Lot-Size-Calculator uns erstellt, einen Indikator für TradingView, okay? Und da geht ihr einfach hier oben drauf, gibt im Endeffekt hier Lot-Size-Calc ein, das hier unten. Achtet darauf, dass es von M Marcel 94 ist. Marcel, du bist sogar am Start, Kurs geht raus. Und den könnt ihr bei euch hinzufügen. Und es ist nämlich mega geil, damit halt die Lot-Size auszurechnen. Da müsst ihr nicht immer auf MyFXbook switchen oder sonst was, weil es im Endeffekt die Parameter und auch die passen auch alle zu FTMO. Ja, das heißt, außer bei Kryptos weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da war es nämlich nicht ganz, aber ist nicht schlimm. Marcel, vielleicht FTMO, Krypto-Dingens, Lot-Size Calculator. Freuen wir uns drüber. Nein, Spaß. Froh und dankbar, dass du überhaupt hier was hast. Und hier bei den Einstellungen, mega, mega, mega easy. Ihr gebt eure Kontogröße ein. Das Geile ist die Kontogröße. Ideen immer her damit, sehr gut. Die Kontogröße stellt ihr dann einmalig ein, was ihr für eine Kontogröße habt. Seid ihr mit einem 10.000 Euro FTMO-Account oder 80.000 oder was auch immer. Dann könnt ihr hier auch 0,5 einstellen. Das klappt bei mir persönlich bei meinem FX-Punkt nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich habe gesehen, bei Alex Fahrer klappt das. Bei mir irgendwie nicht. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall auch 0,5 einstellen. Dann müsst ihr nur eigentlich eure Stop-Loss, euren Stop-Loss immer ändern. Weil ihr ändert von Chart zu Chart. Ich mache es hier einfach mal go, zack. Das heißt, wir hätten jetzt hier mit einem 10.000er Account, ja, mit einem Stop-Loss von 27, 0,5% Risiko, ist das unsere Lot-Size. Gehe ich jetzt auf GBP-JPY. So, gehe ich jetzt auf GBP-JPY. Wäre im Endeffekt hier, das ist unsere Lot-Size. Das heißt, der errechnet das direkt aus, wenn wir einfach auf dem Chart drin sind. Das heißt, für uns mega praktisch, wenn wir direkt, Charts ja eh eingezeichnet haben. Wir sehen hier dann immer unseren Stop-Loss sowieso auch hier oben, den wir dann eben schnell kurz ändern könnten. Hier sind sogar die 27. Aber können es halt eben schnell ändern, drücken auf OK und dann wird es im Endeffekt wieder neu kalkuliert, zack, und wir haben wieder die neue Lot-Size. Also auch da, mega simples System und wenn euch dieses Ding stört oder so, könnt ihr einmal zwischendurch den so machen, dass ihr dann wieder schauen könnt. Ja, deswegen das auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal schaut das an Marcel. Nutzt es einfach gerne für FTMO vor allem oder generell für euer Trading. Der Indikator ist lit. So, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Du musst einen Punkt statt ein Komma schreiben. Probier ich gleich mal aus. Trotzdem bin ich gerade happy und grateful für den Indikator. So, gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwelche Fragen? Ja, weil ansonsten, wann sollte man FTMO starten? War eben auch noch eine Frage. Probiert es erstmal so aus. Kommt erstmal rein und macht erstmal eine Demo-Challenge. Ja, macht erstmal eine Demo-Challenge. Ich habe auch als allererstes eine Demo-Challenge gemacht und geguckt, dass ich die Demo-Challenge schaffe. Und als ich das dann gemacht habe, wie gesagt, ich habe es auch mit meinem eigenen Marktverständnis so ein bisschen mitgemacht, da war es im Endeffekt dann so, dass ich die Demo-Challenge ruckzuck geschafft habe und dann auch diese, für mich persönlich diese Sicherheit, ihr müsst euch selber sicher fühlen. Ja, ihr müsst euch selber sicher fühlen, wenn ihr in die FTMO-Challenge reingeht. Wenn ihr euch nämlich immer noch unsicher fühlt und ihr geht da rein, dann werdet ihr Fehler machen.
Ja, dann werdet ihr Fehler machen. Okay. Wenn ihr euch zu unsicher fühlt und ihr geht da rein, dann werdet ihr Fehler machen. Deswegen ist wichtig, dass ihr mindestens eine Demo-Challenge macht. Niklas Geisweiler sagt meist sogar zwei, drei Demo-Challenges macht, bevor ihr dann da reingeht. Ja. Hier auch so, hier sehe ich auch gerade mal ein gutes Beispiel. Hier ist der Markt so wobbly gewesen. Ja, das heißt, hier in dem Fall, zack, war der hier wobbly und ich habe hier im Endeffekt, der ist hier ganz gut runter, kam dann wieder hoch, dann wieder ein bisschen runter und dann habe ich hier in dem Bereich, habe ich meine Partitions gesichert. Ja, habe den Break-Even gezogen, habe die ersten Partitions sowieso schon gezogen, als der ungefähr 1 zu 1 war, Partitions genommen, wo der 1 zu 1 war, dann nochmal Partitions genommen, als der hier unten so wobbly war und im Endeffekt ist der Break-Even rausgelaufen. Ja, im Endeffekt ist er bei mir Break-Even rausgelaufen und das Wichtige ist aber, ich habe Partitions gezogen, ich habe schon Profit gemacht. Okay, auch wenn jetzt Break-Even rausgelaufen ist, ich habe Profit gemacht. Ja, Partitions sind unglaublich wichtig, vor allem bei solchen Trades mit solchen Chancen-Risiko-Verhältnissen und die so laufen. Deswegen immer wichtig, dass ihr euch Partitions rauszieht. Okay, immer wieder Teilprofite sichern, immer wieder Teilprofite sichern, immer wieder Teilprofite sichern. Das ist das, was euch langfristig reich macht. Das ist das, was langfristig euren FTMO-Account oder euren Trading-Account generell überhaupt profitabel macht. Diese Teilprofite immer wieder zwischendurch. Genau. So. Fragen, Fragen, Fragen. Wenn es noch eine Frage gibt, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was mir einfällt. Und dementsprechend dürfte es jetzt jedem genau klar sein. Ich habe jetzt kein Geheimnis, ich habe nichts mehr. Das ist alles, was ich mache. Und jeder dürfte das duplizieren können. Eine Frage schießt los, Jakob. Jeder dürfte das jetzt duplizieren können, Leute. Schieß los, schieß los. Sonst bist du immer so schnell, Jakob. Was ist da los? Nur einen Educator mitnehmen oder mehrere? Tatsächlich, also ich habe ja jetzt gesagt, ich habe das jetzt mit Alex Farian, ich würde sagen, zu 90% gemacht. Habe ein, zwei Nick Engels Trades mitgenommen und ein, zwei aus dem Cash Channel an Trades mitgenommen. Tatsächlich macht es aber am meisten Sinn, wenn ihr halt auch nur einen Educator mitnimmt. Ja, oder halt, wie ich jetzt zumindest zu 90% oder so einen Educator mitnimmt. Warum? Es kann sein, dass der eine Educator gerade eine schlechte Phase hat und der andere Educator gerade eine gute Phase hat. Ja, und im Endeffekt habt ihr dann nicht die richtige Quote oder es hebelt sich im Endeffekt wieder aus. Wenn ihr jetzt nur einen Educator mitnehmt, die Educator sind langfristig alle profitabel. Ja, die sind langfristig alle profitabel. Deswegen nimm einen Educator im besten Fall einfach mit. Und mit dem einen Educator wirst du langfristig auch profitabel sein und langfristig auch die FTMO-Challenge schaffen werden. Ja. Gerne, gerne, gerne. Alright, wir haben noch 4 Minuten. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, Leute, alles, was euch auf dem Herzen liegt, alles, was vielleicht noch unklar ist, wenn ihr jetzt denkt, okay, puh, dies und das, jenes, was weiß nicht was, schreibt rein. Ja, schreibt rein. Jetzt bin ich da. Jetzt habt ihr alle die Möglichkeit. Mich haben nämlich so viele Leute gefragt in letzter Zeit, Leander, wie das, wie dies, wie jenes. Deswegen habe ich diesen Call gemacht, damit ich nochmal allen gleichzeitig Fragen beantworten kann und alle jetzt hier auf dem gleichen Wissensstand sind. Was genau ist das mit der Rechnung? Ja, man muss den halt eine Rechnung schreiben. Also wie als ob du, wenn du selbstständig bist zum Beispiel, du bist jetzt Malermeister und du streichst ein Haus oder so, dann schreibst du dem Ende auch eine Rechnung, damit im Endeffekt der weiß, okay, das und das ist der Preis und das kriegst du dann im Endeffekt bezahlt. Ja, und auf diese Rechnung, falls als Malermeister jetzt der Kunde die Rechnung nicht bezahlt, du hast die Rechnung, du hast im Endeffekt das da schwarz auf weiß liegen und so weiter, du hast am besten da in dem Fall, wärst du einen Auftrag, den du unterschrieben hast, kannst du ihn sonst verklagen. Das kenne ich schon zu weit, falls da was nicht an Geld reinkommt. Aber hier bei FTMO ist einfach, du musst dir eine Rechnung schreiben. Das heißt, schreibst dir eine Rechnung, musst nicht mal selber schreiben, sondern FTMO hat auch vorgefertigte Rechnungen. Das heißt, du kannst auch einfach ganz easy draufklicken und die machen die Rechnung für dich. Und dann hast du es in 2 Klicks. Ich habe tatsächlich jetzt die erste Rechnung auf jeden Fall so gemacht, weil es jetzt einfacher war. Ich habe einfach gemacht, hier, ihr macht die Rechnung. Rechnung war fertig, musst nichts machen. Ich habe nur angeklickt, FTMO macht die Rechnung. Bumm, dann fertig und raus. Kein Stress. Ja, ganz easy. So. Wir kommen auf diesen Lot Size Calculator in Trading View. Hier oben auf dieses FX gehen und dann einmal hier dieses Lot Size Calc Dingens eingeben. Macht gerne einen Screenshot, schreibt es auf, wie auch immer. Ich lächle noch für einen Screenshot. Okay. So. Und dann das einfach eingeben, dann findet ihr den. Ja. So. Und hier darauf achten, dass M Marcel 94 hier, der Meister hier, den erstellt hat. So. Warum FTMO und keinen anderen Anbieter für solche Challenges? Du kannst auch gerne andere Anbieter nehmen, wie Funding, Talent oder sonst was. Ich persönlich bin sehr happy mit FTMO und habe bis jetzt von FTMO nur sehr, sehr, sehr viel Gutes gehört. Das ist das, warum ich den gewählt habe. Und tatsächlich, als ich die FTMO-Challenge gestartet habe, wusste ich nicht mal was von Funding Talent. Funding Talent ist meiner Meinung nach das Einzige, was aktuell so ein bisschen an FTMO rankommt. Alle anderen haben andere Regelungen für die Challenge, andere Regelungen, wenn du den Account hast und so weiter, die dich ein bisschen einschränken. Hattest du mittlerweile den Call mit dem Leistungspsychologen? Nein, habe ich nicht. Mache ich auch erstmal nicht. So.
Also man hat einmal im Monat hast du im Endeffekt einen Call umsonst, den du machen kannst mit so einem Psychologen von denen, der dir dann hilft, so besser profitabel zu sein und so weiter und deine Emotionen besser unter Kontrolle zu halten. Was, wenn ich mir meine Gewinne nicht auszahlen lasse und die auf dem Konto lasse und sage, okay, habe ich eben sogar schon kurz gesagt, aber du kannst halt entweder deine Gewinne drauflassen und es wird compounded, ja, oder du kannst deine Gewinne komplett auszahlen. Oder du kannst einen Teil auszahlen und einen Teil drauflassen. Das geht auch. Ja, der Vorteil ist, sag ich mal, wenn du es drauflässt, immer was, dann gehst du halt immer weiter weg von diesem 10% Minus-Dingens. Ja, das heißt, wenn du ja ein 80.000er-Konto beispielsweise hast und du machst jetzt 5%, ich sag mal, du machst 10%, zahlst 5% aus, dann hast du ja theoretisch 15% Puffer bis zur maximalen Verlustgrenze. Aber immer aufgepasst, egal wie groß du dein Konto compoundest, du hast immer noch 5% maximalen Drawdown haben. Ja, auch wenn du jetzt von 80.000 auf 400.000 gekommen bist, maximal diesen 5%igen Drawdown. Also entspannt, ich schicke dir einen Link von dem Calculator. Okay, perfekt. Setzt du immer pro Trade-Idee ein Trade oder teilst du das Risiko? Ich mache es, sage ich mal so, er macht mal, also oft macht er die Analysen, schickt er halt so rein, wie ich es eben gezeigt habe. Wo war es? Hier. So schickt er die teilweise rein und dann sehen die halt so aus. Und da mache ich dann meist ein Trade und splitte dann halt hinterher. Also wenn ich den Trade gesetzt habe, dann bin ich jetzt beispielsweise mit einer Standardlot drin und dann gehe ich halt zwischendurch mal raus mit 0,2. Ja, Teilprofite sichern. Beispielsweise. So splitte ich das dann, so mache ich das dann. Aber teilweise gibt er auch Pivot-Trades raus. Er arbeitet teilweise auch mit dem Tool Pivots und dann gibt er auch TP1 und TP2 und so weiter an. Und dann gehe ich auch gerne, beispielsweise, ich bin mit einer Standard drin, dann gehe ich zweimal mit 0,5 rein und den einen setze ich zu TP1, den anderen zu TP2. Wie lange hast du insgesamt gebraucht, um die Challenge zu bestehen? Erster Teil 12 Tage, zweiter Teil war, glaube ich, 16 Tage, aber ich war auf Tour und war die ganze Zeit unterwegs und war nicht richtig im Fokus. Aber